neue Jury der Dancing Stars. An der Seite von Nicole Burns-Hansen und Balazs Ecker urteilen künftig Ballerina Karina Sakisova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann über das Können der A- und B-Promis. Als ich angerufen worden bin, habe ich mich sehr gefreut. Und das ist eine der schönsten österreichischen TV-Sendungen. Hier dabei zu sein, ist, glaube ich, für TV-Karriere sehr, sehr schön. Seit 2005 sendet der ORF das tänzerische Geschehen aus dem Ballroom in die heimischen Wohnzimmer. Nun steht die mittlerweile 11. Staffel an. Zeit, auch die Jury wieder etwas aufzufrischen. Unser Team ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Daher finde ich es gut, dass einfach neue Gesichter, neue Persönlichkeiten auch dazu gekommen sein. Natürlich bin ich froh und Nicola, dass wir auch diese neue Ära von Dancing Stars miterleben dürfen und unsere Saft und Würze dazu geben. Die zwei Neuen, die Thomas Schäfer-Ellmeier und Hannes Nettball ersetzen, lassen die künftigen Kandidaten bereits jetzt wissen, was sie von ihnen erwarten. Ich nehme mir nichts vor. Ich bin fair und möchte auch das bleiben. Wenn jemand sich anstrengt und wenn man tatsächlich einen Willen sieht, dann ist das auch sehr gut. Und ich brenne immer für die Kandidaten und für Menschen, die wirklich eine Leistung erbringen, egal wie talentiert man ist. Ganz ähnlich sieht das auch Ihr Neo-Kollege aus Deutschland. Ich bin eigentlich ich, authentisch ich. Ja? Also ich bin, wissen Sie, ich bin Sternbild Widder, ich bin sehr ehrlich, sehr undiplomatisch manchmal. Aber ich bin auch ein positiver Mensch und ich will, wie ich sagte, niemanden verletzen. Also ich kann schon sehr genau sein und ich kann auch schon sehr klar meine Meinung äußern, wenn ich meine, dass das nötig ist. Aber ich werde das so verpacken, dass das immer einen gewissen Charme hat. Dass die Jury schon fast prominenter besetzt ist als das Tanzparkett, ist für Ecker kein Problem. Schließlich geht es vor allem um die tänzerische Entwicklung der Kandidaten. Ich habe die Liste angeschaut, es sind ein, zwei Namen, die mir was sagen und es sind natürlich auch Haufen Namen, die mir nichts sagen. Aber eben nach drei oder vier Wochen bin ich mir sicher, sowohl wir als auch das Publikum wird alle Kandidaten kennen und wird die Chance haben, diejenigen, die das würdig sein, auch noch besser kennenzulernen.